Aber tatsächlich. Boah, Junge, fast immer ein Unfall, ey. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem Video zu GTA 5 Online und wundert euch nicht, wenn ich heute generell schneller spreche, denn das ist jetzt tatsächlich das zweite Mal, dass ich dieses Video aufnehme. Ich habe gerade schon über 45 Minuten aufgenommen, aber da dachte sich mein Aufnahmeprogramm, ja, ich bin heute mal richtig lustig und nehme 4:3 auf. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig nice, deswegen verzeiht's mir, wenn ich heute mal ein bisschen schneller rede. Nein, aber heute gibt es mal wieder ein neues Video zu GTA 5 Online und zwar heute mal, der Kuruma versus den gepanzerten Gruma, denn ich habe letztens ein Video gesehen bei dem YouTube-Kanal OneSpot Gaming und das ist auch der Typ, von dem ich halt die Videoidee heute habe. Link zu ihm auch natürlich unten in der Videobeschreibung. Wir machen als erstes mal einen Speedtest mit dem ungetunten, getunten und dann gepanzerten und nicht gepanzerten Gruma, um da einfach mal zu schauen, welcher Gruma denn da tatsächlich am schnellsten ist, ob es da Unterschiede gibt. Dann als nächstes machen wir nochmal einen Test mit der Minigun, um zu schauen, welcher Gruma denn tatsächlich mehr aushält. Und zu guter Letzt fahren wir dann nochmal mit den beiden getunten Gurumas gegen eine Wand, die wir dann da hinten gleich nochmal aufstellen, um da zu schauen, welcher Kuruma das denn alles besser wegsteckt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Speedtest an, mit dem ungetunten Kuruma. Ja, und ihr wisst, dass in meinen Videos ist immer die Zeit eingefroren, das bedeutet, die Schatten bewegen sich nicht weiter und da, wo der Vorderreifen ist, da steht halt immer auf diesem kleinen Schatten und das ist dann auch immer unser Startpunkt. Ich würde sagen, fangen wir jetzt einfach mal an. Unten rechts, wie immer, seht ihr natürlich die Geschwindigkeit und unten in der Mitte seht ihr dann die Zeit, wie lange der Wagen dafür braucht. Ich weiß jetzt gerade natürlich nicht, wie lange die Autos dafür brauchen, aber das blende ich euch am Ende auf jeden Fall nochmal ein mit den ganzen Zeiten. Aber der erste Kuruma, der ungetunte, ungepanzerte, hat das mit 155 km/h tatsächlich gemeistert. So, als nächstes haben wir dann den gepanzerten, ungetunten Kuruma. Ja, so ist es richtig. Ich hatte ja gerade schon aufgenommen und da hatte ich auch schon total Probleme, das alles zu machen. Weil manchmal habe ich das einfach verwechselt. Nein, aber auf jeden Fall fahren wir jetzt in den gepanzerten, ungetunten Kuruma und haben jetzt auch schon die 140 Stundenkilometer geknackt. Und ich muss sagen, gerade kommt mir das echt schneller vor. Aber gut, das wird man ja auf jeden Fall am Ende sehen. Das haben wir jetzt auf jeden Fall mit 152. Boah, fast ein Unfall. das haben wir aber auf jeden Fall jetzt mit 152 km/h auf jeden Fall absolviert hier. So, jetzt haben wir dann als nächstes hier den getunten, ungepanzerten Gruma und wir sind losgefahren. Und was einem auffällt, auf jeden Fall die Beschleunigung, die ist auf jeden Fall schon mal besser, denn jetzt haben wir allein schon die 120 km/h auf jeden Fall geschafft und die Zeit, wie gesagt, die seht ihr ja gerade auch unten. So, 155 haben wir davor ja geschafft. Jetzt sind wir tatsächlich sogar schneller mit 161 km/h waren es, glaube ich. Ich weiß, gerade stand da 162 km/h. Aber das lag einfach daran, dass man hier halt kurz runterfällt von dieser Strecke und deswegen ein bisschen schneller ist. Aber mit 161 km/h haben wir das jetzt auf jeden Fall hinbekommen. So, und dann haben wir jetzt last but not least nochmal den gepanzerten, getunten Kuruma. Ja, so ist es richtig. Und damit fahren wir dann jetzt auch los und haben dann auch jetzt schon tatsächlich die 100 km/h mit dem Ding geschafft. Und was man hier auf jeden Fall sagen kann, mir gefällt hier auf jeden Fall die Lackierung. Die sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Also das sieht bei dem Kuruma echt cool aus. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Geschwindigkeit, denn die liegt bei 158 km/h, als wir dann den Parcours beendet haben. Das bedeutet, der wurde dann auch nochmal ein bisschen schneller. Aber ich blende euch jetzt einfach nochmal die Namen von den ganzen Autos ein, die Geschwindigkeiten und die dafür gebrauchte Zeit. So, dann kommen wir jetzt mal zum Test mit der Minigun und da schießen wir dann immer hier auf den Motor drauf mit dem vollen Schussmagazin und dann sehen wir halt am Ende, wie viele Schuss man brauchte, bis der Wagen explodiert. Und jetzt haben wir mal den ungetunten, ungepanzerten Gruma und der explodiert nach... Wow, das ging tatsächlich ziemlich, ziemlich schnell. Das brauchte genau 78 Schuss, bis der ungepanzerte, ungetunte Kuruma in die Luft ging. So, dann haben wir als nächstes hier den gepanzerten, ungetunten Kuruma. Und da schauen wir dann mal, wann der in die Luft geht. Der erste ging ja nach 78 in die Luft und der geht nach... Kopfrechnen ist immer so ein Ding. So, und der ungetunte, gepanzerte Kuruma ging tatsächlich nach 222 Schuss in die Luft. Also hat er da auf jeden Fall schon mal mehr als das Doppelte ausgehalten. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall mal weiter mit dem getunten, ungepanzerten Kuruma. Und wie viel hält der aus? Der...
Ja, der getunte, ungepanzerte Grummer, der hat tatsächlich 146 Schuss ausgehalten. Das bedeutet, ja, wenn man den ganzen Bums dann hier einfach mal auftunt, dann hält der im Gegensatz zu dem ungetunten, ungepanzerten ungefähr so das Doppelte auf jeden Fall schon mal aus. Das also zum Maßstab. So, dann kommen wir jetzt nochmal zum gepanzerten, getunten Grummer. Der ungetunte, gepanzerte Grummer, der hat ja 222 Schuss ausgehalten. Und mal schauen, wie viel der jetzt aushält, wenn er getunt ist. Der hält auf jeden Fall mehr aus. Okay. 9597, das bedeutet, ich nehme den Taschenrechner, das geht schneller. Ja, der hat damit dann auch 402 Schuss ausgehalten, ist jetzt nicht ganz das Doppelte, aber geht auf jeden Fall schon mal in die Richtung. Das bedeutet, man sieht auf jeden Fall eine krasse Tendenz. Aber jetzt blende ich euch hier einfach nochmal ganz schnell die Zahlen der einzelnen Fahrzeuge ein. Und dann haben wir jetzt als letztes nochmal den Test, mit dem wir mit dem Kuruma gegen eine Wand fahren. Und ihr seht das hier wieder, beide stehen hier mit dem Vorderreifen auf dieser Schattenlinie. Und dann fahren wir auch da mit der erreichten Höchstgeschwindigkeit jeweils gegen die Wand, damit wir da einen relativ gleichen Vergleich haben. So, und jetzt haben wir dann auf jeden Fall auch wieder unsere 120 km/h geschafft, mit dem wir dann halt gleich gegen die Wand fahren. Und mal sehen auf jeden Fall, wie sehr das Auto mitgenommen wird. So, insgesamt fahren wir jetzt, glaube ich, mit 160 km/h gegen die Wand, 161 km/h, alles klar. So, wir sind natürlich aus der Frontscheibe geflogen, war natürlich klar, weil wir sind ja in GTA nicht angeschnallt. Okay, also hier können wir dann schon mal festhalten, kaputte Windschutzscheibe, kaputte Motorhaube und ja. So, dann probieren wir das Ganze jetzt auf jeden Fall nochmal mit dem getunten, gepanzerten Grummer aus. Da und nochmal mit der Höchstgeschwindigkeit gegen die Wand fahren. Der Ungepanzerte hat ja 161 km/h hinbekommen. Mal sehen, wie schnell der jetzt ist. Ich glaube auf jeden Fall ein bisschen schneller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 158 km/h hat der, glaube ich, das letzte Mal geschafft. Und jetzt, ja, 158 kommt hin und bumm. Wow. Wow. Was? Okay, warte. Drehen. Drehen wieder. Okay. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal die, die Stoßstange, die hängt ein bisschen schief rum. Was ist hier mit ihm los? Fahren wir mal ein Stückchen. Okay, also hier ist tatsächlich die Stoßstange noch fest dran, aber uff, was ein Unfall. Aber auf jeden Fall sehen wir hier auch wieder, das Ganze ist ein Stück weit kaputter, denn hier ist auf jeden Fall schon mal die Motorhaube nicht mehr ganz gerade. Wir sehen das hier an der Spitze, ist ein bisschen schief. Ich hoffe, ihr seht das, verbogen ist das. Ja, so sollte man das, denke ich, sehen. Ja, die Motorhaube ist auf jeden Fall ein bisschen hochgesprungen. Die Frontscheibe ist auch kaputt gegangen, logischerweise. Die Stoßstange ist eingedellt, der Motor ist ein bisschen was eingedellt. Und was sagt generell die Fahrzeuggesundheit, weil das können wir hier auch wunderbar nachgucken auf dem PC. Da haben wir bei der Gesundheit 888 zu 925. Gut, das kann man sich gut merken. 888, 925. Steigen wir einfach mal in den Kollegen ein und schauen dann mal, wie das da aussieht. Also, Vehicle Gesundheit, okay. Hier haben wir dann 973 zu 986. Bedeutet, bei der Motorgesundheit hat der hier tatsächlich noch 100 Punkte oder 100 Einheiten, auf jeden Fall mehr. Man denkt natürlich vom Aussehen, boah, kacke, die, wie nennt man das? Die Stoßstange, die geht ja schon richtig ab. Ihr seht das hier, die fällt fast ab einfach. Aber tatsächlich, boah, Junge, fast immer ein Unfall, ey. Aber tatsächlich ist das wirklich nur so eine kleine Einbildung, weil, ja, wir haben es ja gerade selber gesehen, dieser Wagen hat das Ganze auf jeden Fall besser verkraftet. Aber, was kann man denn jetzt am Ende sagen, denkt euch jetzt vielleicht. Nein, aber auf jeden Fall, der gepanzerte Grummer, der sieht ja auf jeden Fall schon mal ein Stück weit nice aus. Muss man auf jeden Fall sagen. Und, was das leider das Blöde ist, bei einer Rakete geht jeder kaputt. Also egal, ob gepanzert oder nicht gepanzert, getunt oder nicht getunt, da gehen die einfach kaputt. Das habe ich halt im Test gerade schon rausgefunden, deswegen dachte ich, ja, wäre Quatsch, das einfach auszuprobieren, wenn ich ja... Oh, fuck! Ah, scheiße. Oh mein Gott. Okay, ich bleibe jetzt einfach hier und steige aus, weil dann kann ich nicht mehr runterfallen. Nein, aber auf jeden Fall, der Gepanzerte ist halt ziemlich cool, wenn man halt so ein klassisches Fahrzeug haben will. Denn dieser Wagen ist halt auch der erste gepanzerte Wagen, den wir tatsächlich in GTA 5 Online mit einem DLC bekommen haben. Nämlich damals 2015 mit dem Heist-DLC. Das war einfach ziemlich, ziemlich nice. Und deswegen hat dieser Wagen auch einfach eine, ja, etwas tiefgehendere Bedeutung, wenn man so möchte. Man könnte sich natürlich auch den normalen Grummer kaufen. Ich glaube, der kostet nur $95.000. Ist halt ein ziemlich cooler Wagen. Also ich weiß nicht, wie euch der von der Geschwindigkeit gefällt und halt so vom Aussehen, aber keine Ahnung. Ich würde sagen, kann man auf jeden Fall machen. So, aber jetzt auf jeden Fall, alles in allem, kann man sagen, man kann sich den Kuruma kaufen, wenn man das möchte. Ich glaube, der kostet
500.000 Dollar, wenn mich jetzt, glaube ich, alles nicht täuscht. Das bedeutet, so extrem teuer wäre es halt nicht, ne? Und ich meine, 158 km/h bekommt der hin. Der ist zwar nicht gepanzert, also im klassischen Sinne mit einer Granate oder so, aber dafür tatsächlich, wenn man drauf schießt, macht das dem wirklich nichts aus. Also ihr seht das hier, ich schieße drauf, aber die Aber die Scheiben gehen einfach nicht kaputt und auch, wenn man hier drauf schießt, ist man da drin wirklich ziemlich, ziemlich schwer zu killen. Das bedeutet, ihr seid zwar nicht vor Explosionen geschützt, aber ihr seid vor Schüssen von fremden Mitspielern oder von euren Kollegen geschützt. Und jetzt fällt das Auto trotzdem runter. Naja, egal, macht mal nichts. Und das war's dann jetzt auch auf jeden Fall mit meinem Video. Wenn es dir weitergeholfen hat, vielleicht bei der Überlegung, ob man sich einen Groomer kauft oder wenn es dich unterhalten hat, dann kannst du mir das...